Dortmund-Nordstadt. Sozialer Brennpunkt. Knapp 23.000 Sozialwohnungen. Viele stehen leer. Außerdem Streitereien. Was hast du gerade gesagt? Komm doch her! Vermüllung. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Kriminalität. Abends gehe ich gar nicht raus. Schon seitdem ich hier wohne, gehe ich abends nicht raus. Traue ich mich auch nicht. Wie wohnen die Menschen hier? Die Nordstadt, bevölkerungsreichster Stadtteil Dortmunds. Mittendrin das soziale Zentrum in der Westhoffstraße. Über einer Beratungsstelle befinden sich hier 61 Sozialwohnungen. Domenico Mertens lebt seit 2 Jahren in einer dieser Wohnungen und arbeitet als Hausmeister in der Einrichtung. Wie sah das denn vorher hier aus? Das war alles nur eine reine Wiese. Die Terrasse, die war auch nicht so. Der Spielplatz war nicht da. Das war halt dann so ein Drogenkonsumplatz und ab und zu liegen hier noch ein paar Spritzen hinten. Aber ich gehe morgens immer durch und mache das alles sauber. Nicht, dass die Kinder kommen und dann hier irgendwas finden oder so. Der 47-Jährige war selbst 15 Jahre lang drogensüchtig. In der Nordstadt fühlt er sich mittlerweile nicht mehr sicher. Abends gehe ich gar nicht raus. Schon seitdem ich hier wohne, gehe ich abends nicht raus. Kurz rüber zum Laden und das war es aber auch. Ansonsten gehe ich hier abends nicht raus. Traue ich mich auch nicht. Warum nicht? Vor 2 Jahren wollten sie mich mal hier hinten überfallen. So 2 Picos irgendwie, keine Ahnung. Ja, und alle haben irgendwie Waffen, Messer und so. Und ich möchte nicht irgendwo hinterher tot liegen wegen nichts. Ne? Das soziale Zentrum gibt es bereits seit 50 Jahren. In der 3. Etage wohnt Raba Lajnev. Seine 41 Quadratmeter große Sozialwohnung kostet 461 Euro Miete. Hallo. Also das ist die Ecke, wo man schlafen kann. Hier ist die Wohnzimmer. Hier ist die Küche. Die haben auch neue gemacht. Der 66-Jährige wohnt hier seit 3 Jahren in einem sogenannten Seniorenapartment. Ich fühle mich wohl, ich kann mich nicht beklagen. Ist alles da, Nachbarschaft. Was man einkaufen gehen oder so, ist auch Netto in der Nähe. Da gibt auch marokkanische Geschäfte. Von meinem Land kann ich auch was besorgen. Vorher wohnte der gebürtige Marokkaner lange am Borsigplatz, ebenfalls in der Nordstadt. Nordstadt hat seine schlechte Seite und auch gute Seite, kann man so sagen. Ich habe gesagt, nur paar Straßen ist schlimmer, aber woanders ist alles ruhig. Sonst. Ich fühle mich also nicht bedroht oder so. Und dann habe ich mir. Nach der Trennung von seiner Frau zog Raba Lajnev in diese Sozialwohnung. Viel Geld zum Leben hat er nicht. Im Monat bekommt er 215 Euro Rente. Dazu eine Grundsicherung von 502 Euro. Kleidung kann ich nicht mehr leisten. Eine Hose kaufe ich, dann bleibe ich 15 Tage ohne Essen. Das Sozialamt zahlt die Miete. Und die darf maximal 530 Euro warm kosten. Ich kann nicht eine Wohnung für 800 und dann sage ich, die Amt muss das zahlen. Natürlich nicht, ne? Aber andere Wohnung ist schwer zu finden jetzt. Deshalb bleibe ich hier bis, oder vielleicht für immer hier, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Knapp 61.000 Menschen leben in der Nordstadt. Wir treffen Gülay Kerpici. Sie ist hier geboren und nie weggezogen. An ihre Kindheit im Viertel denkt sie gerne zurück. Doch mittlerweile überlegt sie, wegzuziehen. Das ist sehr schwierig, ja. Zumal ich auch noch eine Mutter habe und ich pflege meine Mutter. Also die jetzt einfach beiseite lassen und dann noch nebenbei eine Wohnung zu suchen, ist alles sehr, sehr schwierig für mich. Vor 5 Jahren treffen wir die alleinerziehende Mutter zum ersten Mal. Schon damals fühlt sie sich unwohl. Sie macht sich Sorgen um ihre Tochter. Ein Jugendlicher hatte sie verprügelt. Ich will, dass die Leute hier das sich benehmen, wie sie sich benehmen müssen. Nicht einfach auf irgendwelche Kinder losgehen und einfach die Kinder schlagen und sich dann auf gut Deutsch gesagt verpissen. Meine Tochter, es hätte noch schlimmer kommen können. Sie hat einen Zahn verloren. Sie hat ein blaues Auge gehabt und keiner schlägt meine Kinder, niemand. Nur die günstige Miete von 400 Euro für ihre 65 Quadratmeter Wohnung hält Gülay Kerpici seitdem weiterhin in der Nordstadt. Heute fühlt sich die 45-Jährige auf der Straße nicht mehr sicher.
Du kannst nicht auf der Straße als Frau alleine irgendwo hingehen. Kannst du einfach nicht. Du musst immer von links und rechts immer begafft werden, angeschaut werden, dann kriegst du einen Spruch rein. Oho. Ja. Da stehen schon wieder drei, glotzen einen an. Was machen die dann so? Dumme Sprüche abgeben. Da jetzt kommt der fünfte raus. Der eine ist reingegangen, dann kommt der vierte raus. Einfach nur dumme Sprüche. Hi Süße, wie geht's? Willst du Kaffee trinken? Ich habe schon alles probiert, alles. Ich habe sogar meinen damaligen Ehering habe ich rausgeholt und einen Finger. Das interessiert die einfach nicht. Du bist einfach ein gefundenes Fressen für die. Eine Ecke weiter kommt plötzlich während unserer Dreharbeiten eine Gruppe Jugendlicher und Kinder auf uns zu. Warum machst du das? Warte mal, stopp mal, Freundchen. Ja. Erstmal redest du vernünftig, ja? Okay. Wir sind dreimal so alt wie du. Ja. Ja. Ich er macht nichts mit dir. Er macht was mit uns beiden, ja, nicht mit dir. Und wir gehen jetzt einmal bitte weiter. Nein, ich bloß einfach nur den gerade da gezeigt. Was hat er gezeigt? Er zeigt den Nordmarkt. Komm, geh weiter, Junge. Können wir bitte weitergehen? Ja. Können wir bitte weitergehen, sonst vergesse ich mich ganz ehrlich. Mich nennt keine Schlampe. Ehrlich nicht. Kannst du ihm bitte sagen, nicht mehr? Du schon mal gar nicht. Komm, geh weiter. Was hast du gerade gesagt? Komm doch her. Nur beleidigen. Hier, könnt ihr gerne machen. Hier, nur beleidigen. Alles. Habt ihr das jetzt gesehen? Ja? Schon seit Jahren ein großes Problem in der Nordstadt, Vermüllung. Dagmar Schmitz und Wolf-Dieter Blank besitzen hier seit 26 Jahren ein Haus. Sie möchten das Wohnumfeld sauber halten. Bei der Müllentsorgung packen sie regelmäßig selbst mit an. Was sind denn so die Müll-Hotspots hier? Hier ist so ein Hotspot hinter diesem Stromkasten da. Ja, also da steht fast jeden Tag wird da irgendwas abgelagert. Jetzt haben sie es sauber gemacht. Hier kommt auch jeden Tag mehrfach kommt die Entsorgung Dortmund hier vorbei und kontrollieren hier zumindest die Anfangsstücke der Straße und machen auch die Mülleimer leer und nehmen das mit, was hier rumsteht. An Möbeln und Matratzen, alles, was man sich vorstellen kann, an dieser Stelle. Ja. 2018 treffen wir die Hauseigentümer erstmals. In seinem Mehrfamilienhaus hat das Rentnerpaar immer wieder Ärger mit Mietern. Damals steht eine Wohnung leer. Sie wurde katastrophal hinterlassen. Der ehemalige Mieter, 65 Jahre alt, arbeitslos, schwer alkoholkrank. Vor einiger Zeit hatten wir einen Mieter hier drin, der durch Alkohol am Boden lag sozusagen und auch hier durch Alkohol oder Folgeerkrankungen letztendlich verstorben ist. Hier war unten die ganze Spülecke, da unten, das war alles verschimmelt. Der Boden, da war damals noch der Holzfußboden drin, war eben, weil er auf dem Boden teilweise gelegen hat, Urin durchtränkt, also ganz, ganz eklig. Die Folge, die Wohnung musste komplett saniert werden. Ebenfalls ein Ärgernis, Ratten im Hinterhof, damals dokumentiert in diesem Privatvideo. Da ist die Tonne. Heute sind die Ratten weg, doch der Müll ist weiterhin ein Problem. Guck dir das mal an, komm mal um die Ecke. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Das ist doch wieder einer ausgezogen und alle Sachen haben sie auf die Straße getan. Die Entsorgung Dortmund bietet für solche Fälle eine App. Mithilfe eines Fotos und einer kurzen Beschreibung meldet Dagmar Schmitz den Müllberg. Trotz solcher Maßnahmen ist eine Lösung des Problems für die Rentnerin nicht in Sicht. Ich bin da inzwischen ratlos. Ich wüsste nicht, was ich machen soll. Die Einsicht muss einfach bei jedem selber irgendwann sein. Ich glaube nicht, dass man das von außen regeln kann. Ansprechen, gut, machen sie vielleicht mal, aber ob das dann eine dauerhafte Sache ist, weiß ich nicht. Einige Straßen weiter. Im sozialen Zentrum renoviert Domenico Mertens einen Kellerraum. Hier soll eine Begegnungsstätte für Kinder entstehen. Der Ex-Drogensüchtige ist heute clean. Wenn du aus dieser Szene kommst, dann ist es halt schwer, Arbeit zu kriegen, auch Arbeit zu finden, vernünftige, so, die jetzt auch für dich passt. So, ne? Ich habe das Glück, dass ich das früher alles gelernt habe und das irgendwo kann. Aber mich hätte trotzdem keiner eingestellt, ne? Weil zum Beispiel mein Führungszeugnis. Heute musst du überall ein Führungszeugnis haben. Schon das hätte mir das Genick gebrochen, ne? Das Führungszeugnis alleine.
Durch ein Projekt der Drogenberatung hat der 47-Jährige in der Nordstadt einen Job gefunden. Vorher war der gelernte Maler und Lackierer jahrelang arbeitslos. Also ich habe die Hoffnung aufgegeben beim Job. Ich dachte, ja, ich kann vielleicht nochmal einen Eurojob machen und so mir was dazu verdienen. Aber dass ich nochmal so im Arbeitsleben reinkomme, hätte ich nie gedacht. Ja, das ist ein 6er Lotto für mich.